Vorbereitung. Ja, wir sind live. Er singt so, wir sind live. Ja, sehr schön. Ich hol's mir hier auch noch. Wir sind live. Er singt so. Cool. Sehr schön. Gut. Einen. Hello, hello, hello. Einen wunderschönen guten Morgen. Sonntagmorgen, 9 Uhr. Time für Soulmate Live. Talk, das, was deine Seele berührt. Wir wollen heute Morgen dein Herz und deine Seele berühren. Madeleine und ich, für diejenigen, die ganz neu, wir haben wieder hier begrüßen dürfen, ganz neu hier sind. Ja, mein Name ist Irmgard Anna Bronda. Ich bin die Gründerin dieser Gruppe hier, dieser wunderbaren Erfolgscommunity. Und die Madeleine, unsere wunderbare Tochter. Es gibt natürlich noch einen wunderbaren Papa und es gibt noch einen wunderbaren Sohn. Aber wie das oft so ist, die Frauen, die gehen hier vor. Deshalb sitzen wir bei dir vor der Kamera, gell, Madeleine? Genau. Magst du ein bisschen was zu dir erzählen noch? Ja, genau. Also du hast ja schon gesagt, du bist die Gründerin der Gruppe. Für alle, die es nicht wissen, ich bin die Tochter natürlich. Und ja, ich bin auch Soulmate Life Coach. Und ja, wir arbeiten zusammen mittlerweile. Mhm. Genau, und alles andere werdet ihr heute wahrscheinlich noch erfahren. Genau, genau, ja. Ich würde auch gerne mal so ein bisschen, es ist ja alles eine große Energie. Und wir sind heute Morgen hier, um wirklich mal dein Herz und deine Seele zu berühren. Und wir alle sind ja ein Teil dieser großen Energie. Und ich habe eben noch eine Einladung bekommen und den Hinweis, dass heute anscheinend ein ganz besonderer Portaltag ist, wo der Jupiter zum Merkur, keine Ahnung wie, steht und wo es darum geht oder die Einladung um die und die Uhrzeit für eine Minute mit den und den Gedankenausrichtungen zu meditieren und dann besser anschließend noch 2 Minuten da drin zu bleiben. Also so ungefähr. Und das sind alles wunderbare Dinge. Also ich habe heute Morgen auch hier auf Zypern 1 Stunde unterm Olivenbaum gehockt und habe meditiert. Ich liebe das. Meditation war für mich etwas, was mich wirklich weitergebracht hat zu mir selbst. Vor 25 Jahren, wenn mich jemand auf Meditation angesprochen hätte, hätte ich noch gesagt, ja, lass mal gut sein. Das ist nichts für mich, um Gottes Willen. Komm, bleib mal von der Pille mit diesem esoterischen Kram. Aber seit ja, inzwischen 18 Jahren beginnt mein Tag tatsächlich mit Meditation. Das ist das eine. Wobei letzten Endes einer meiner Lehrer mal zu mir gesagt hat, was wäre, wenn es nicht darum ginge, morgens zu meditieren, sondern das ganze Leben zu einer Meditation zu machen. Immer präsent im Hier und im Jetzt zu sein, mit sich selbst zu sein. Und darauf will ich hinaus, diese besonderen Portaltage, diese besonderen Energien, die sind immer da draußen. Und das ist auch alles wunderbar gemein, solche Aktionen zu machen. Nun, wie viel mehr, das wäre jetzt meine Einladung an dich, kannst du tatsächlich den ganzen Tag, nicht nur für eine Minute, weil ein besonderer Portaltag ist, wo Merkur zu Jupiter im Zenit und keine Ahnung wie steht, und ich will damit keine Astrologie in Frage stellen, um Gottes Willen. Ich bin mit diesen Dingen verbandelt, das interessiert mich auch. Ich war ja auch schon beim Reading in der Palmblattbibliothek und solche Dinge. Das hat alles Hand und Fuß, sag ich mal, das hat alles seinen Sinn, das hat alles seine Daseinsberechtigung und gehört auch zu den Naturgesetzen. Nur wie viel mehr kannst du tatsächlich, nicht nur für eine Minute, ich wollte gerade sagen für 1 Million, vielleicht unterhalten wir uns noch übers Geld, für eine Minute dich verbunden fühlen mit allem, im Frieden sein, Licht und Liebe zu dir fließen lassen, weiter fließen lassen. Und das den ganzen Tag so praktizieren, zu achten auf deine Gedanken, auf deine Gefühle, weil damit erschaffst du dir dein Leben. Das war schon mal zu Beginn mein Wort zum Sonntag. Madeleine, ich gebe mal an dich ab. Bei dir sind bestimmt auch noch so ein paar Dinge da aufgekommen, gell? Ja, mir kam gerade so, wenn ich das jetzt so sagen darf, das sind ja letztendlich auch irgendwie Sachen, die alle so im Außen sind. So. Wie die Sterne stehen und so weiter. Also ich kenne mich damit gar nicht so besonders aus. Aber ich weiß, dass diese Sachen eben im Außen stattfinden.
Und klar, wir sind mit allem immer verbunden, aber trotzdem sind wir hier. Also ich bin hier in diesem Körper, das bin ich. So, und wenn ich mich dann ständig nur auf diese Sachen im Außen konzentriere, also wenn ich jetzt diese Portaltage zum Beispiel, wenn ich nur das als Anlass dazu nehme, in mich zu kehren und zu mir zu kommen, dann bin ich ja mehr immer wieder aufs Außen fixiert, selbst wenn ich mich in dem Moment auf mich konzentrieren möchte. Und ja, wer schon mal meditiert hat, ein, zweimal oder so, der weiß, dass es da ganz schön schwierig sein kann, wirklich mal den Verstand zur Ruhe zu bringen. Und das kommt eben ja auch mit Übung. So, und wenn ich mich ständig nur auf das Äußere konzentriere, was im Außen ist, wenn mich im Außen irgendwas nervt oder mich im Außen irgendwas freut, es geht in beide Richtungen. Es ist immer das Gesetz der Polarität, ist es, glaube ich, oder Dualität. Ja. Es gibt immer beides. Das Ziel ist ja, dass ich in mir glücklich bin. Egal, was im Außen ist. Egal, ob irgendwelche Portaltage sind, wo irgendwas super toll ist. Oder ob irgendwas Schlimmes im Außen passiert, was wir wahrscheinlich heute nicht ansprechen. Das ist egal. Du bist dann in dir, du in deiner Mitte. Das ist ja das Ziel. Und wenn man sich ständig immer nur so auf diese Äußerlichkeiten konzentriert, was jetzt gut oder schlecht ist und auch immer diese Bewertung ist, und das wollte auch noch mal reinzubringen, dann kann ich nicht in meiner Mitte sein, dann kann ich nicht das erreichen, was ich eigentlich erreichen will mit diesen Meditationen. Genau. Und wie viel mehr kannst du wirklich den Kontakt zu dir selbst da mal aufnehmen, zu dem wahren und endlich großen Wesen, was du tatsächlich bist? Was du tatsächlich bist, das immer an deiner Seite ist und auch das Leben, das Universum, die sind immer an unserer Seite. Und du hast kürzlich so schön gesagt, Madeleine, das Universum sagt immer, ja, dein Wunsch ist mir Befehl. Ja, das, was wir bestellen, das wird halt immer geliefert. Das ist halt nun mal so. Ich würde mir manchmal auch wünschen, das Universum, wenn ich mal gemerkt habe, okay, jetzt habe ich mal wieder eine Bestellung abgegeben, das ist jetzt geliefert worden, aber so wollte ich es eigentlich nicht haben. Ja? Wie viel mehr kannst du dir wirklich klar darüber werden, wie du es selbst gerne hättest und so dem Universum viel zu tun geben, damit es dir da auch das wirklich liefern kann. Wie in einem Restaurant. Da bestellst du ja auch ganz klar, ich hätte gern einen grünen Salat mit Tomaten und zum Hauptgericht das und zum Hauptgericht das. Da hockst du dich ja auch nicht hin, nur mal als metaphorisches Beispiel. Ich habe Hunger. Okay, steht die Kellnerin da. Ja, und? Schön, dass du Hunger hast. Was soll ich machen? Ja? So, also wie viel mehr kannst du dir wirklich erlauben, mal auf dieses innere Wesen, was du tatsächlich bist in Wahrheit, dich da auch führen zu leiten zu lassen von deiner Intuition, von deiner Wahrnehmung, diese innere Stimme, dein Herz, deine Seele, die schon Wochen, Monate, vielleicht sogar schon Jahre, wie das bei mir früher war, dir sagen, hey, da muss doch noch mehr in meinem Leben für mich möglich sein, als das, was ich gerade lebe. Ja, ich bin dankbar für die Stelle, die ich habe. Ja, ich bin dankbar für das Einkommen, das ich habe. Ja, ich bin dankbar für meine Familie. Ich bin dankbar für mein Leben. Ich bin dankbar für meinen wunderbaren Körper. Aber irgendwie spüre ich, nach oben sind keine Grenzen. Und ich würde gerne meine Grenzen jetzt mal sprengeln. Und die Fesseln, die mir irgendwann, um es metaphorisch auszudrücken, angelegt wurden oder die ich mir habe anlegen lassen, wie auch immer, keine Bewertung, keine Beurteilung, die will ich jetzt sprengen. Weil wir Menschen, Einladung an dich, wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, sind die einzigen Kreaturen, die es bis eben geschafft haben, Mangel zu produzieren. Die Natur, kein Tier, kein Lebewesen, die Natur, niemand kennt Mangel. Es ist auch in der Natur alles da, es ist Fülle da. Aber wir haben es geschafft, Mangel zu kreieren. Ja, ja, das ist auch so dieser Unterschied. Man meint immer, man muss Fülle kreieren. Hm? Aber die Sache ist, und das ist jetzt eine Riesenerkenntnis auch für mich gewesen,
Fülle kreieren wir nicht. Fülle ist da. Wir sagen nur wieder Ja zur Fülle. Und ich sage bewusst wieder, weil Kinder kennen Fülle. Kinder wissen noch, was Fülle ist. Da ist es nur eventuell passiert, dass sie es vielleicht abtrainiert bekommen haben und durch äußere Einflüsse. Ich meine, Kinder sind wie Schwämme, die nehmen alles auf. Ja, ja. Das Einzige, was wir kreiert haben, so hast du es ja auch gerade gesagt, ist Mangel. Aber Fülle ja. müssen wir nicht kreieren. Wir dürfen nur wieder Ja zur Fülle sagen. Ja, ja, genau. Wie viel mehr kannst du Ja zur Fülle sagen, zu dem Universum, zu dem, was dich selbst wirklich ausmacht und deine Träume wieder auspacken? Und was wäre, wenn alles, was in dem Kontext aufkommt, so, also Kleinspielen, Kleindenken, dich mit weniger zufrieden zu geben oder auch zu denken, naja, das brauche ich ja nicht und ich bin ja froh, wenn ich überhaupt schon dies oder jenes erreiche, weil das sind auch alles Dinge, diese Denke hatten wir als Kinder alle nicht. Definitiv nicht. Wir haben was gesehen und haben gesagt, cool, will ich haben. Und wir sind noch nicht mal auf die Idee gekommen, eine Begründung dafür abzugeben, wenn man uns gefragt hat, einfach weil. Punkt. Vollständiger Satz. Ich will es haben, weil. Punkt. Fällt mir. Wie viel mehr kannst du in der Richtung wirklich nochmal dir erlauben, auf dein Herz, auf deine Seele zu lauschen? Und wie viel mehr kannst du anerkennen, dieses Potenzial, was in dir verborgen ist, deine Kreativität, deine Gaben, deine Stärken, deine Einzigartigkeit, das Wissen, was du dir schon alles angeeignet hast in diesem Leben bis eben und auch, dass du mitgebracht hast, möglicherweise aus früheren Leben oder woher auch immer. Es ist alles in dir verborgen. Wie viel mehr kannst du dich auf den Gedanken öffnen, dass du nicht noch 10 weitere Ausbildungen und Zertifikate von irgendjemandem brauchst, dass du jetzt durchstarten darfst, dass du es dir jetzt erlauben darfst. Du brauchst von nichts und niemand anderem ein Okay, go. Nur von dir selbst. Naja, das haben wir so gelernt. Das haben wir natürlich so gelernt. Wie viele Jahre? 12, 13 Jahre Schule. Mhm. Und vielleicht dann kann man ja auch noch die Fahrschule dazu zählen, wann der Fahrlehrer sagt, dass du jetzt in die Prüfung darfst. Und ja. dann vielleicht noch ein Studium. Ja, du kannst jetzt zur Prüfung gehen. Ja, das da hast du richtig gemacht, aber nein, das hier ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Diesen Beruf darfst du erst dann ausüben, wenn du damit fertig bist, wenn du hier diese Prüfung geschrieben hast und da so und so die Punktzahl ist. So haben wir das gelernt. Und das möchte ich auch gar nicht bewerten. Das ist einfach so, wie es ist. Und wir dürfen jetzt weitergehen. Wir dürfen neu entscheiden. Und zwar in jedem Moment. Genau. Und auch nochmal ein Augenöffner für dich, Einladung. Wahrheit, du bist vermutlich sehr feinfühlig, sehr wahrnehmend, sensibel. Vielleicht würdest du dich sogar als hochsensibel bezeichnen. Du hast gefühlt 1000 Talente, Fähigkeiten und Interessen. Vielleicht hast du auch schon mal versucht, mit dem einen oder anderen etwas umzusetzen. Vielleicht hast du auch schon nebenbei ein Business mal gegründet und es läuft nicht so, wie du es gerne hättest. Wie viel mehr kannst du wirklich dir selbst folgen? Der erste Punkt. Aufhören, andere zu kopieren, aufhören, dich nach anderen zu richten, sondern wirklich du selbst sein, wirklich du selbst, dein eigenes Ding machen. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte. dass alles in dir verborgen ist, was es dazu braucht. Und aufzuhören, dich selbst auch in Frage zu stellen, ob du es kannst, ob du es nicht kannst. Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist,
äußere Umstände, die da sind, die äußeren Umstände, die sind immer da, auf irgendeine Art und Weise. Auch da draußen in der Welt ist immer auf eine gewisse Art und Weise etwas los. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, diese ganzen Ablenkungsmanöver, ich nenne das gerne Ablenkungsmanöver, wirklich mal zu erkennen und ganz bei dir selbst ankommen und deine wahre Größe erkennen. Und deinem Herzen und deiner Seele wirklich lauschen. Und jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Dass das so eine feine Gratwanderung ist. Da kommen dann schon mal so Gefühle auf, jetzt weiß ich nicht so genau, was erwartet mich da? Ich hatte gerade die Woche mit einer Kundin, die gestartet ist, neu gearbeitet. Die wollte so im Detail schon vorher wissen, was genau machen wir da? Mit welcher Methode arbeitet ihr? Was machst du? Was macht die Madeleine mit mir? Und, und. Bei uns geht es absolut Klartext nicht darum, dass wir dir irgendein neues Programm aufspielen oder überstülpen oder sagen, mach das so und so und so und so und so, sondern bei uns geht es tatsächlich darum, dass wir dich dabei begleiten, deshalb heißt es ja auch so mit live, ganz auf dich abgestimmt, dir dein freies Leben mit all dem, was für dich dazugehört, an Freude, an Spaß, an Leichtigkeit, auch an Geldenergie zu gestalten. Und das funktioniert halt nur, indem es nicht darum geht, irgendetwas überzustülpen oder nach der Methode XY zu arbeiten. Und das sind so die Dinge, wo dann manchmal so mulmige Gefühle aufkommen, wo der Kopf schon mal einsetzt und sagt, ah, jetzt wird es unbequem, ob das jetzt wirklich das Richtige ist. Also jetzt mal unabhängig von der Begleitung von uns oder von überhaupt einer Begleitung. Das sei jetzt mal alles mal dahingestellt. Sobald so diese Gefühle aufkommen, jetzt wird es unbequem, jetzt wird es auch ein bisschen schwer vielleicht, jetzt wird es unangenehm, dann sind wir so oft dazu geneigt, einen Rückzieher zu machen, einschließlich mir selbst in meinem früheren Leben. Was hängt damit zusammen? Das ist alles ein Hinweis von deiner Seele, von deinem wahren Selbst, dass es jetzt wirklich darum geht, Veränderung zuzulassen, dass es jetzt wirklich darum geht, deine Komfortzone zu verlassen. Und das ist so die subtile Stimme vom Stammhirn, das dann sagt, nee, das will ich nicht, weil unser Stammhirn liebt nun mal keine Veränderung. Das hat da keine Referenzpunkte. Deshalb ist so dieses Ungewisse so ein seltsames Gefühl. Vielleicht kennst du das, wenn du mal von A nach B reist, irgendwo hinfliegst, so die erste Zeit irgendwo ankommst, so der erste Tag ist alles so neu, fühlt sich alles noch nicht so vertraut an und. Oder wenn du irgendwo am Flughafen kommst, zurzeit sind ja an den Flughäfen wieder, ist ja wieder mehr Betrieb, als es noch letztes Jahr war, ist ja wunderbar. Dass da so ein ungutes Gefühl aufkommt, so ein bisschen eine Anspannung. Das sind alles Dinge, wo du wahrnimmst, viel natürlich vom Außen, aber auch, wo du merkst, okay, jetzt geht es darum, wirklich meine Komfortzone zu verlassen. Und dann kann erst Veränderung wirklich geschehen. Weil mit dem bisherigen Denken, mit dem bisherigen Handeln, können wir ja nicht dort ankommen, wo wir eigentlich hinwollen. Das kann nur, auch nach den Naturgesetzen, sein, haben, tun, auf dem Weg geschehen, dass du ganz stabil beginnst, jetzt schon in diese neue Identität, die du mal sein wirst, wenn du dein freies Leben lebst, die jetzt schon so viel wie möglich annimmst, in dieser neuen Identität denkst, diese Gedanken aussendest, Gleiches zieht Gleiches an und auch zu erkennen, okay, jetzt wird es unbequem, genau da muss ich durch, das ist der Weg. Das entscheidet wieder ganz viel zwischen dem Erfolg, den du dir wünschst, und dem nochmal da drin bleiben, wo du ja eigentlich nicht sein möchtest. Also das ist etwas, was ich mir angewöhnt habe. Wenn ich merke, ich will nochmal Veränderungen, also wenn ich Ziele erreicht habe, geht es eh immer gleich wieder darum, nächste Ziele, also mich weiterzuentwickeln. Und wenn ich dann merke, okay,
Jetzt wird es unbequem, aber der erste Impuls vom Herzen war da. Ja, das ist jetzt genau das Richtige. Okay, da muss ich durch. Verstehen. Mir fällt gerade die Situation ein. Ich glaube, es war letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Da war ich auch in Zypern. Und für mich hat das Ganze noch so, war noch so in diesem Entwicklungsstadium, so, wo geht's lang für mich und so. Und da haben wir einen Ausflug gemacht nach Ayia Napa. Du weißt direkt, was ich meine. Ja, ja. Und dort sind die Sea Caves, also solche, das ist auf jeden Fall so eine, ich weiß nicht, wie hoch ist es? 10 Meter? Felsen. Gefüllte 100 Meter, aber es werden wohl so 10 Meter sein, ja. Genau, so eine 10 Meter hohe Klippen sind Klippe, dort. Genau, wo das Meer eben auch unten. Genau. Auf jeden Fall war für mich so, da war eine Gruppe von Jugendlichen, die da eben so ihren Spaß hatte, immer runtergesprungen ist ins Meer quasi und dann wieder hochgeklettert ist. Und für mich war einfach, da muss ich jetzt runter. Da muss ich jetzt runterspringen. So. Das war irgendwie ganz klar. Es war irgendwie so dieser Gedanke da und ich wusste einfach, dass das richtig ist. Und ja, ich hatte Angst. Ich bin auch vorher niemals vom 3-Meter-Turm gesprungen im Schwimmbad. Das war einfach, ich weiß nicht, habe ich irgendwie nicht so den Spaß dran gehabt. Aber da, ich wusste einfach, das muss ich jetzt machen. Es war einfach ganz klar. Da habe ich mich auch nicht abhalten lassen, auch wenn du es wirklich versucht hast. Mhm. Und für mich war einfach klar, ich wusste einfach, das ist jetzt genau das Richtige. Und ja, ich war nervös und ja, ich hatte auch Angst. Aber ich wusste einfach, dass das Richtige ist. Und dann habe ich es gemacht und dieses Gefühl einfach für mich war das halt auch eher auch symbolisch so, dieser Sprung ins neue Leben, dieser Sprung auch ins Unbekannte und trotzdem das Vertrauen haben, dass alles immer gut ist, dass alles immer genau richtig ist und dass ich immer sicher bin. Ja, genau. Und das ist das Gefühl, das du jetzt auch angesprochen hast, dieses... Ich weiß, dass es genau richtig ist, auch wenn es unbequem ist, ich mache es. Ja, genau. Genau, ganz genau. Und das sind dann auch so die Situationen. Und da hast du, wo du uns jetzt hier zuhörst, zuschaust, bestimmt auch einige Referenzpunkte von deinem Leben, wo du auch mal Angst hattest, etwas zu machen oder an einer Situation standest, wo du vielleicht gedacht hast, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und trotzdem ist es dann immer irgendwie weitergekommen. Das Leben war nicht wirklich du warst nicht wirklich in Lebensgefahr. Das Universum hat auf gewisse Art und Weise agiert, weil du es unbedingt wolltest. Du wolltest dadurch, wie du damals, Madeleine, wirklich da runtergesprungen bist oder auch runterspringen wolltest. Und ich bin erstmal geflüchtet. Also zum einen konnte ich die Hitze gerade nicht mehr ertragen und dann das noch. Da musste ich dann erstmal raus aus diesem Feld. Aber ich kann das so gut verstehen und ich bin auch im Nachhinein jetzt so als Mama noch stolz auf mich, dass ich da nicht versucht habe, noch weiter zu sagen, du springst da nicht runter, zumal ich mir das auch nicht angemaßt hätte, weil ab einem gewissen Alter, wenn ein Kind volljährig ist, ist es volljährig, muss es selbst entscheiden, ganz klar. Und ich habe ja auch solche Punkte in meinem Leben, aus dem Flieger gesprungen, mit dem Fallschirm, über glühende Kohlen gelaufen, über Glasscherben gelaufen. Das sind alles wunderbare, ich sag mal, Show-Effekte. Und dennoch merken wir daran, dass wir mit unseren Gedanken uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Bei dem Sprung vom Felsen, wir haben immer nur Angst vor der Angst. Aber nicht, wenn wir gesprungen sind. Eine ähnliche Situation, wo ich mit deinem Bruder, das ist, glaube ich, jetzt schon 3 oder 4 Jahre her, in Österreich in einem Lebenscamp war. Und wir so, wie nennt sich das, Canyoning gemacht haben. Das war für mich dann ein Überlebenscamp. Und ich da auch am Felsen stand, das war nicht so hoch, aber für mich gefühlt auch 100 Meter. Und ich musste da runter. Und je länger ich da gestanden habe, das war an einem Felsvorsprung so, umso mehr Ängste sind aufgekommen. Und da hat unser Guide dann wirklich so, irgendwann hing ich so da. Und er hat gesagt, ich lasse dich dann irgendwann fallen. Also ich habe es dann immer geschafft, alleine darunter zu springen. Und da habe ich mir vorgenommen, an die nächsten Klippen, wo wir kommen, gehe ich hin, guck runter, spring als erstes, fertig, Thema erledigt.
Also wir haben immer nur Angst vor der Angst. Und diese Situationen, die kennst du auch aus deinem Leben, wo du Angst hattest, etwas zu machen und anschließend, ja, yeah, ich hab's geschafft. Wie viel mehr kannst du das tatsächlich auf dein Leben, auf die jetzige Situation beziehen, Referenzpunkte verknüpfen, um so das Stammhirn ein bisschen zu überwinden, zu nicht überwinden, sondern ein bisschen, wie sagt man, zu überlisten, dass es dir jetzt gelingt, wirklich da durchzugehen und zu spüren, ja, ich will Veränderung in meinem Leben, ja, ich will mein eigenes Ding machen, ja, ich spüre mein Herz und meine Seele, die schicken mir auch schon Disharmonien auf der körperlichen Ebene, ich will da jetzt durch, ich will Veränderung, ich will frei leben, ich will wieder zurück zur Lebensfreude, ich will wieder viel mehr gesünder sein. Ich will wieder viel mehr Heiterkeit, Spaß und Freude im Leben haben. Ich würde mich auch gerne mal der Geldenergie öffnen, die es dazu braucht und mich nicht weiter mit weniger zufrieden geben. Ich will mich gerne so kleiden, wie ich es eigentlich gerne möchte. Ich will auch gerne diese Ernährung zu mir nehmen, ohne auf den Geldbeutel zu schauen, war eins meiner früheren Ziele, mal im Bioladen komplett einzukaufen, wenn mir danach zumute ist und nicht zu denken, naja, so ein Gläschen davon gönne ich mir mal im Bioladen, aber den Rest muss ich sonst irgendwo kaufen. Das war ich leid. Und so hast du auch doch in deinem Leben Themen, wo du sagst, ja, das hätte ich gerne anders. Wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass genau dann, wenn es da unbequem ist, es darum geht, da durchzugehen. Hinter der größten Angst ist dein größtes Potenzial. Und du hast so viel Kreativität, so viel Potenzial, so viel Einzigartigkeit, so viel Gaben und Stärken in dir, die ans Licht wollen. Sonst wärst du nicht heute hier und würdest uns lauschen, sonst wärst du nicht hier in unserem universellen Feld und sonst wärst du auch nicht hier in der Community, weil das hat dich ja was angezogen. Entdecke deinen Seelenplan, kreiere deinen Seelenberuf, erschaffe dir dein Sohn mit Leib. Ja, was ich noch gerne hinzufügen möchte, ist zum Thema Intuition, wenn du spürst, dass es richtig ist und trotzdem irgendwie unbequem. Also ich habe mittlerweile gelernt und vor allem verstanden, dass deine Intuition immer perfekt ist. Das heißt, wenn du diese Intuition hast, egal in welchem Bereich, dann ist das genau dein Weg. Weil deswegen ist es ja die Intuition, deswegen ist es ja das Bauchgefühl oder die Stimme des Herzens, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist einfach genau perfekt für dich dann in diesem Moment, wenn es deine Intuition ist. So, das heißt, auf mein Beispiel, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, da hätte überhaupt gar nichts passieren können. Weil es meine Intuition war, darunter zu springen und das zu machen, weil das einfach genau richtig war für mich. Wenn ich jetzt mal sage, es wäre jemand da gewesen vom Außen, der mich da irgendwie überreden wollte, ich muss da jetzt springen, nicht im Sinne von einer, wie du da warst im Lebenscamp, sondern mit einer anderen Energie dahinter, so mutprobenmäßig, so, keine Ahnung, Jugendliche, wie das halt irgendwie so kennt. Dann wäre die Gefahr sicher größer gewesen, darunter zu springen. Aber da es meine Intuition war, da ich wusste, das ist jetzt genau richtig für mich, wusste ich auch gleichzeitig, dass mir überhaupt nichts passieren kann. Und daher habe ich auch den Mut gefunden, das Ganze zu machen. Und wenn du jetzt mal schaust, wo in deinem Leben hat deine Intuition dir schon gesagt, was jetzt genau das Richtige für dich ist, wo du dem Ganzen vielleicht auch gefolgt bist und es vielleicht dann auch ein Riesenerfolg war. Das ist dann der Beweis für dich. Also die Intuition ist immer perfekt. Ja. Du sagst dir immer, was ist dein Weg? Ja, ja. Wenn ich das auch nochmal aufgreifen darf, diese Situation in Ayia Napa auf Zypern, mein Herz, meine Seele wussten ganz genau, du musst das jetzt machen, es ist deine Intuition, da wird auch nichts passieren. Nur mein Kopf, der hat dazwischen gequatscht. Das ist völlig außer Frage.
Ganz klar. Ganz klar. Ja. Ja. Intuition, ja? Ich wollte nur sagen, es ist in unserem Beispiel ist es so die Klippe, die wir runterschauen. Wir gucken uns an, wo ist quasi das Unbekannte, ne? Also ich habe ja auch nicht gesehen, wie tief das Wasser ist. Aber da waren ja auch schon einige vor mir gesprungen. Von daher wusste ich, dass das Wasser tief genug ist. Also ich habe so, wir gucken dann so in dieses Unbekannte und denken, der Kopf ist dann so, nee, da bleiben wir. Wir bleiben mal schön hier oben auf dem festen Boden. So, wenn wir das Ganze jetzt auf ein Coaching beziehen, bei uns das Soulmate Life, du siehst, bei uns 24.000 Euro netto kostet das Coaching, das Soulmate Life. Du siehst, oh, das ist jetzt was anderes, das ist jetzt unbekannt. Ne? Da geht der Kopf los. Oh, so viel Geld. Das kann ich nicht ausgeben, das kann ich nicht bezahlen und so. Aber wenn deine Intuition sagt, das ist es, wenn es sich richtig für dich anfühlt, das ist das, worauf ich hinaus möchte. Yeah. Intuition ist immer perfekt. Ja, yeah. Genau. Da würde ich auch gerne noch drauf eingehen. Und ich habe gesehen, die Anja, die hat auch noch was geschrieben hier. Ja. Die Olga ist mit dabei, die Miriam ist mit dabei. Anja, auf dein Thema komme ich gerne noch gleich zu sprechen. Aber ganz kurz, damit ich das nicht vergesse, das ist ganz wichtig. Auch ich gucke mal, ob ich das jetzt hier finde, wo mir auch jemand was geschrieben hat. Das passt so wunderbar zu dem, was du gerade erwähnt hast. Mir ist sehr bewusst, dass ich was tun sollte. Im Moment bin ich noch in der Probezeit in meinem Job und solange das so ist, kann und bin ich nicht bereit, Geld auszugeben. Ich hoffe, du hast Verständnis für meine Situation. Danke und so weiter und so fort. Das sind so die Momente, wo der erste Impuls da ist, was du eben, Madeleine, erwähnt hast, um es jetzt hier nochmal auf so ein Beispiel aus der Praxis zu beziehen, wo ganz klar der Punkt da ist, ich will was verändern, mir ist auch klar, aber jetzt ist erst dies und das und das und das und jetzt bin ich nicht bereit, Geld auszugeben. Und das Universum sagt immer ja. Im Grunde genommen ist ja auch nichts verkehrt daran. Wir haben ja einen freien Willen, wir entscheiden ja immer selbst. Da haben wir ja einen freien Willen bekommen. Das Ding ist nur, und das kenne ich von mir nur zu gut, solange ich dem Geld, auf der einen Seite geht es ums Geld, auf der anderen Seite geht es nicht ums Geld, solange ich dem Geld die Macht über mich gegeben habe und gesagt habe, okay, ich bin jetzt nicht bereit, das zu investieren, ich kann das jetzt nicht investieren, ich habe kein Geld. Also in meinem früheren Leben, da gab es Phasen, wo ich gedacht habe, ich habe schon vieles hingekriegt, ob ich das mit der Geldenergie in dem Leben ja auch noch heilen kann, habe ich lange in Frage gestellt. Deshalb bin ich ein gutes Beispiel dafür, dass es auch geht. Weil solange wir dem Geld die Macht über uns geben, stecken wir natürlich auch fest. Und solange wir Geld ablehnen und sagen, muss es denn immer um Geld gehen? Gibt es da nichts Wichtigeres als Geld? Ja und nein. Natürlich gibt es Wichtigeres als Geld. Und nein, beziehungsweise ja, wir brauchen hier Geld, um unseren Körper gut zu ernähren. Es ist wunderbar, dass wir Geld als Tauschmittel haben. Nur solange wir es ablehnen, kann es natürlich nicht in unser Leben kommen. Solange das ablehnen, kann ich meinem Körper nicht zu 100% wirklich das gönnen, was er braucht. Das sind endlich große Wesen, das braucht kein Geld. Aber unser Körper braucht Geld. Unser Körper hätte gern Wohlfühleffekte und. Und deshalb ist Geld nur so lange wichtig, solange zu wenig da ist im eigenen Leben. Womit hängt das zusammen? Wir erlauben uns, das Geld nicht zu empfangen. Weil es gibt keinen Mangel an Geld. Sind wir wieder bei dem Eingangsbeispiel. Es gibt keinen Mangel an Geld. Ich habe früher nur so da gestanden. Ich hätte zwar gern ein bisschen mehr, aber dann doch nicht so viel hier abliefern. Ah! Geld ist da. Geld ist nichts anderes als eine Form von Energie wie alles andere auch. Die Frage ist, wie sehr ermächtigst du dich selbst? Und da komme ich auch so zu Anja, zu dir, weil du so zwei Dinge ja angesprochen hast. Ich liebe meine energetische Heilung und ich bin auch gut in meiner Arbeit. Das hast du schon mal sehr gut erkannt, dass du selbst sagst, ich bin gut in meiner Arbeit.
Und doch kommen die Klienten mit zu mir. Wenn ich das mal noch so in dem Kontext aufgreifen darf, liebe Anja und alle anderen hier. Julia ist auch mit dabei. Von der Julia weiß ich auch, die hat so viel Potenzial bis eben und lebt es nicht, wie es es leben könnte. Julia, sorry, Wachrüttler. So, liebgemeinter Wachrüttler. Okay. Energetische Arbeit. Das ist etwas, was auch so in esoterischen Szenen, daher kenne ich das aus meinem früheren Leben. Ich komme ja auch so aus der, mehr dann so aus der Esoterik-Ecke auch. Wo so viel, und da geschieht ganz viel auf der unbewussten Ebene. Anja, lausch mal in dich hinein und ihr alle. Wo du vielleicht oder ihr alle Themen übernommen habt, dass Geld doch nicht so wichtig ist, dass es Wichtigeres gibt als Geld, muss es immer um Geld gehen und auch, ich mache doch Energiearbeit und die Energie ist doch für alle da und dafür darf ich doch kein Geld verlangen. Oder was ich früher auch gemacht habe, auf Spendenbasis manchmal gearbeitet, give me what you want und solche Dinge. Oder auch gedacht, okay, der hat jetzt wirklich kein Geld, da kann ich jetzt nur 20 Euro mal grad oder 50 Euro oder keine Ahnung was. Was maßen wir uns überhaupt an, das Gegenüber dann zu entmächtigen, weil wir die interessante Ansicht haben, der hat kein Geld und deshalb mache ich das umsonst oder für 20 Euro oder keine Ahnung oder auf Spendenbasis. Liebe Anja, wie viel mehr kannst du und ihr alle euch wirklich erlauben, dem Gedanken, dass Fülle da ist, dass alles für dich da ist, dass auch Geldenergie da ist, dass die auch in dein Leben fließen möchte. Und so wirklich mal anerkennen, was für eine wunderbare Arbeit du machst, was für wunderbares Wissen, wie viel mehr ist dann noch in dir verborgen, Anja, als dass du es bis eben lebst. Wie viel mehr kannst du das mit der Welt teilen? Und das sind dann so, das sind so Dinge, die im Unbewussten sich abspielen. Wenn ich mir nicht erlaube, wirklich die Geldenergie in mein Leben fließen zu lassen, die ich gerne hätte, dann können natürlich auch nicht die Klienten so zu mir kommen, wie ich es gerne hätte. Weil in erster Linie steht das Gegenüber mit seinem Thema, wo du ein Problem für das Gegenüber, nicht für das Gegenüber, oder wo du das Gegenüber begleiten kannst, dass das ein Thema gelöst wird. Lösen kann das Gegenüber nur selbst, das ist klar. Und was du an Ausgleich dafür bekommst, das ist nun mal die Geldenergie. Also da mögen noch so ein paar Dinge sein, die da vielleicht nicht eine Rolle spielen. Anja schreibt auch gerade, ich finde Geld wichtig. Ja, Anja, wie viel mehr kannst du dir erlauben, tatsächlich Geldenergie auch zu empfangen. Da müsste man natürlich noch ein bisschen näher hinschauen, wie genau ist deine Positionierung, wen sprichst du wirklich an? Sind das wirklich zu 100% die Themen, die deinem Lebensplan, deiner Seelenaufgabe, deiner Mission entsprechen? Oder bist du vielleicht noch zu sehr, wie ich das früher auch war, mit einem Bauchladen unterwegs, so Spaghetti-Prinzip für alle da sein und letzten Endes doch für niemanden. Also das ist auch eines der Geheimnisse, wirklich eine ganz, ganz klare, feine Positionierung auch zu haben, die zu 100% dem Seelenplan entspricht. Wo es aber auch darum geht, all die bewussten Talente, Fähigkeiten, Gaben und Stärken zusammenzufügen zu einem wunderbaren Ganzen. Und sich so noch mehr dessen bewusst zu sein, wer ist wirklich da draußen die Person, der ich helfen kann? Ja, Anja, danke für deine Offenheit. Anja schreibt gerade, Bauchladen habe ich. Ja, danke für deine Offenheit. Also, wir können natürlich gerne auch mal darüber sprechen. Kannst dich ja gerne auch mal eintragen. Auch beim Soulmate Live sprechen wir einfach mal, wie wir dich da begleiten können. Aber den Fehler habe ich früher auch gemacht. Ich war für alle da und letzten Endes für niemanden. Es ging um die Gestaltung der Lebenswirklichkeit, dann Menschen, die Thema mit Gesundheit hatten, die sich anders ernähren wollten, die, keine Ahnung, sich eine glückliche Partnerschaft erlauben wollten und. Madeleine, du hast da bestimmt auch noch ein bisschen was dazu zu sagen, gell?
Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, wenn ich das jetzt erwähnen darf, ist es eigentlich ein Beispiel von dir, weil die Anja geschrieben hat, ich finde Geld wichtig. Und du hast jetzt viel gesagt, dass da eher im Unterbewussten einfach noch Themen sein können. So, und das ist genau damit gemeint, weil man kann im Bewussten sagen, ich meine, jeder sagt, er hätte gern mehr Geld. Mhm. Ne? Aber man sieht ja irgendwo, wenn man so ein bisschen in die Welt schaut, sieht man ja auch, dass viele sich einfach das Geld nicht erlauben, dass sie sich nicht mehr erlauben, als sie gerade zum Beispiel in ihrem Job oder Beruf verdienen. Ja. Sonst hätten sie ja alle viel mehr Geld. So. Und bei dir gab es ja dieses Beispiel, dass du eine Kundin hattest, das war noch quasi offline, live, und die hat dir das Geld dann hingelegt, um dich zu bezahlen, aber du hast es einfach erstmal nicht geschafft, dieses Geld auch mal anzufassen oder wenigstens wegzuräumen in den Geldbeutel oder was auch immer. Dieses Geld lag da. Das heißt, dein Bewusstsein, klar, wollte ja Geld haben. Ne, und wollte ja auch für die Arbeit, die du gemacht hast, bezahlt werden. Aber in deinem Unterbewusstsein waren da noch Themen versteckt, die dich dann daran gehindert haben, dieses Geld anzunehmen. Das war halt tatsächlich, ich meine, du kannst es ja noch genauer erklären, sehr stark, dass du das einfach nicht nehmen konntest. Genau, sehr, 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 sehr gutes Beispiel, Madeleine. Danke, dass du das erwähnst. Das war jetzt gar nicht in meinem Bewusstsein. Ich weiß noch sehr gut, wie das Geld tatsächlich auf dem Tisch lag. Aus heutiger Sicht war das eine kleine Summe. Aus damaliger Sicht war es eine riesengroße Summe für mich. Ich habe in mir gespürt, ich hätte gerne mehr Geld. Ich fühle mich auch nicht, also ich leiste da viel mehr Arbeit und deshalb will ich mir jetzt auch erlauben, mehr Geld von meinem Gegenüber zu empfangen, damit natürlich auch mein Gegenüber noch viel mehr das Wissen, was ich ihm ja weitergebe, aufsaugen und auch umsetzen kann. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Und da habe ich mir tatsächlich zum allerersten Mal erlaubt, aus damaliger Sicht, das ist jetzt schon so viele Jahre her, eine größere Summe zu empfangen. Habe mich total drüber gefreut, dass diese Kundin gesagt hat, ja, kein Ding. Und dann liegt das Geld da. Und da habe ich da gehockt und habe geweint. Ich konnte es nicht annehmen. Ich konnte es weder irgendwo wegräumen, noch konnte ich es in meinem Portemonnaie machen. Das Geld lag einfach mal, ich glaube, ein, zwei Tage da. Ich habe immer so da drauf geguckt. Ging nicht. Das sind die Dinge, die auf der unbewussten Ebene sich damals in mir abgespielt haben. Und das ist auch der Grund. Ihr alle habt hier schon mal was von Manifestieren gehört und habt euch schon, keine Ahnung, was auch immer in eurem Leben manifestiert, das freie Leben. Von der Julia weiß ich zum Beispiel, die lebt ja inzwischen auf Mallorca, hat sich das Leben auf Mallorca manifestiert. Alle anderen von euch haben sich, keine Ahnung, schon was auch immer manifestiert. Nur Geld manifestieren, da hapert's. Warum hapert's da? Weil wir zu nichts und niemandem so ein unheilsames Verhältnis haben auf der unbewussten Ebene. Wir haben Bewusstsein, wir haben Unterbewusstsein, wir haben das Unbewusste. Wir haben zu nichts und niemandem ein so unheilsames Verhältnis wie zu dem lieben Thema Geld. Und das sind die Dinge, wenn es bis eben bei dir nicht funktioniert hat, wirklich zwar auf der rationalen Ebene mehr Geld zu wollen, aber es nicht mit dem Manifestieren und mit den Kunden und allem Möglichen nicht klappt. Da kommt tatsächlich der ganze, sorry, Schrott auf, der in uns verborgen ist, wo wir dann wieder nicht weiterkommen. Und das mit dem Manifestieren vom Geld nicht klappt. Madeleine. Ja, ja. Und für die, die noch meinen, oh, geht es jetzt nur um Geld und ich will doch auch andere Dinge im Leben und gerade weil unser Programm ja Soulmate Life heißt, es geht nicht nur um Geld natürlich, ne? Es geht darum, ganzheitlich das Leben zu leben, das wir wirklich wollen. Und die Sache ist, dass Geld einfach auch so ein geiles Tool ist, um auch mal ein bisschen innere Themen anzuschauen, weil es geht tatsächlich nicht nur um Geld, sondern es geht auch so um Themen wie zum Beispiel Selbstliebe. Weil die Anja hat das auch so schön geschrieben, wie viel bin ich mir wert, dass ich das Geld annehmen darf. Mhm. Und das bringt eigentlich auch schon auf den Punkt, ne? Selbstliebe. Wie viel bin ich es mir wert? Bin ich es mir wert, dieses Leben zu leben, für das ich hergekommen bin? Bin ich es mir wert, ein wohlhabendes Leben zu leben?
bin ich es mir wert, zum Beispiel nur noch Business Class zu fliegen oder First Class oder nur noch in Suiten im Hotel zu übernachten, statt irgendwie nur das billige, günstige, ganz kleine Zimmer in diesem Hotel am Rand der Stadt zu nehmen, wo, keine Ahnung, nicht mal ein Fenster im Badezimmer ist, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist. Solche Dinge. Bin ich es mir wert, mir das Ganze zu ermöglichen? Ja. Und einen letzten Satz noch, das hat nichts mit Egoismus oder anderen was wegnehmen zu tun. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für Sie. Genau. Das ist Selbstwert und das ist wirklich Selbstliebe. Die meisten, wenn ich frage, liebst du dich selbst? Ja. Aber Selbstliebe ist wirklich so für sich zu sorgen, wie man es wirklich gerne hätte. Und da gibt es kein Entweder-Oder, sondern da gibt es immer so ein Sowohl-als-auch. Ich liebe Luxus, ich liebe es aber genauso gut, im Wald unterwegs zu sein oder unterm Olivenbaum eine Stunde zu hocken oder 3 Stunden zu hocken, zu meditieren oder auch in einer Hütte im Wald, was ich ja auch schon gemacht habe, zu fasten, ganz mit mir alleine, keine Medien, gar nichts, kein Luxus, kein fließend warm Wasser, gar nichts. Aber ich liebe es auch zu wählen, ein sowohl als auch. Wenn mein Körper sich mal dahin gezogen fühlt, dass ich das machen kann, wenn mein Körper sich dahin zugefühlt, auch das machen zu können. Die Wahl zu haben. Das ist Selbstliebe, das ist wirklich Selbstliebe. Das ist Selbstwert und das ist auch Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke. Und mir ist gerade noch so das Beispiel gekommen, was ich gestern gerade noch einer unserer Kundinnen so ans Herz gelegt habe, wo es auch um das Thema Geld ging. Ihr Lieben, damit diese Summe Geld, die du vielleicht gerne hättest, mal nimmer ganz so wie in so ein Damoklesschwert da ist, 2 Dinge kannst du mal machen. Wenn du im Angestelltenverhältnis noch bist, bis eben, überschlag mal so ein bisschen die Summe an Geld, die du jeden Monat für deine Firma generierst. Überschlag mal so ein bisschen die Summe durch deine Arbeitsleistung, die du jeden Monat für deine Firma generierst. Wie viel Umsätze macht so im Groben deine Firma jeden Monat? Was kommt am Ende für dich bei raus? Da verliert eine gewisse Summe schon mal ein bisschen das riesengroße Verhältnis. Und jetzt Wahrheit. Wie viel mehr kannst du beginnen? Und das heißt jetzt nicht, dass du kündigen sollst morgen. Das will ich damit nicht sagen. Ich bin ein Freund davon, sich stabil, habe ich ja auch so gemacht, ich komme aus dem öffentlichen Dienst, sich was aufzubauen. Das sollte aber jetzt nicht die nächsten 10 Jahre noch in Anspruch nehmen. Das kann ganz schnell gehen, wenn man weiß, wie, wenn man die Strategie dahinter kennt, wenn man genau weiß, das entspricht meinem Seelenplan, meiner Lebensaufgabe, meiner Mission. Wie füge ich alles zu einem wunderbaren Ganzen zusammen? Und die Themen, die da auf dem Weg dahin aufkommen, das ist ja das, was wir im Soulmate Life auch machen, lösen, damit man auf der Bühne des Lebens steht. Und im Hinblick auf Sicherheit, Sicherheitsdenken, Wahrheit, nur du selbst kannst dir sicher sein. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, wirklich die Sicherheit in dir zu erkennen, auch anzuerkennen und auch die Verantwortung wirklich für dich selbst und für dein Leben zu übernehmen und aufzuhören, das an andere abzugeben. Selbst im öffentlichen Dienst. Ich bin mal dahin gegangen unter dem Aspekt, wirklich zu denken, da kann ich bis zur Rente sein. Also wenn man da mal ist man da, dann habe ich ein sicheres Einkommen. Aber wir geben die Verantwortung ab. Und wie oft ist es schon passiert, dass der Arbeitgeber gesagt hat, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, wir wissen zwar nicht, wie wir ohne sie auskommen sollen, aber wir probieren es mal ab nächsten Monat.
Wie viel mehr kannst du dir selbst der Augenöffner sein und das erkennen? Und damit so eine Summe, gewisse Summe Geld auch mal so ein bisschen es verliert, wo du sagst, oh, das geht gar nicht. Mach dir mal bewusst, wie viel Geld du schon generiert hast bis heute. Durch dein Einkommen. Durch alles das, was du um dich hast. Die Wohnung, das Haus, das, was du auch schon generiert hast an Geld in den letzten vielen Jahren. Summier das mal auf. Dann siehst du mal, wie viel Geld eigentlich schon mal da ist. Auch wenn du jetzt, weil damit nimmst du mal so ein bisschen den Blickwinkel weg, jetzt aktuell habe ich das jetzt nicht auf dem Konto. Und öffnest dich mal mehr der Fülle. Weil es ist ein ganz wichtiger Aspekt, sein, haben, tun, dass du beginnst, ganz stabil auch in der Fülle zu denken. Ihr Lieben. So, ich schaue mal, was ihr noch hier so reingeschrieben habt. Ich glaube, die Julia hat noch was geschrieben. Gesundheit, Liebe, Geld. Sehr gut, Madeleine. Selbstwert in jeglicher Beziehung, schreibt die Julia. Anja, sowohl als auch bin ich ganz bei dir. Ich bin zurzeit noch zu kopflastig, Anja. Wie viel mehr kannst du beginnen, morgens in den Tag einzuchecken, bewusst Kontakt mit deinem wahren Wesen aufzunehmen und dich durch den Tag leiten zu lassen. Und schreib dir auch gerne mal auf, wo du in der Vergangenheit geführt wurdest und auf dein Herz, auf deine Seele wirklich gelauscht hast. Und werde dir gerne mal bewusst darüber, was du wirklich in dem unsichtbaren Rucksack mitgebracht hast hier, als du dich mal dazu entschieden hast, den jetzigen Körper zu inkarnieren, was wirklich ganz speziell dein Thema ist, das eine Thema, womit du wirklich der Beitrag da draußen sein kannst und dann all deine Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Interessen und Stärken zu einem wunderbaren Ganzen zusammenfügst, dir erlaubst auch wirklich den Energieausgleich so zu empfangen, wie du es wirklich gerne hättest, und dann läuft dein Business. Ja, ich möchte auch noch dazu sagen, zum Thema kopflastig, zu diesem Kommentar. Das Ziel ist nicht, auch wenn wir heute viel über Intuition und die Stimme des Herzens und so gesprochen haben, das Ziel ist nicht, den Kopf hier komplett auszuschließen und nie wieder zu benutzen. Ne? Wir dürfen unseren Kopf benutzen, wir dürfen auch unseren Verstand benutzen, weil, wie ist dieser Spruch, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. So, genau. Wir dürfen unseren Verstand benutzen, wir dürfen Dinge durchdenken. Die Frage ist nur, wie benutzen wir ihn jetzt noch? Oder wie benutzt du ihn jetzt noch? Und zwar, du hast ja vorhin diese Nachricht vorgelesen. Und wenn ich das jetzt so sagen darf, so einen kleinen Trigger noch mitgeben darf, da waren sehr viele Ausreden einfach drin, die vom Kopf kamen. Weil diese Frau oder dieser Mann, ich weiß es jetzt gerade nicht, hat es gespürt, was das Richtige ist. Mhm. Und dann kam der Kopf, ja, aber das ist jetzt unsicher. Oder ja, aber ich muss jetzt das Geld behalten. Ne? Und ja, aber. Da kamen einfach ganz, ganz viele Ausreden. Und dafür wurde der Kopf in diesem Fall genutzt. Und das war dann dieses, ja, das, klar, was sie oder ihn davon abgehalten hat. Ja. Und wenn ich aber meinem Gefühl folge und dann darf ich wahrnehmen, was mein Kopf sagt, und das ist ja auch total wertvoll, weil wenn dann diese Gedanken plötzlich auftauchen und ich das bemerke, dann weiß ich, was in meinem Unterbewusstsein noch so los ist. Und dann weiß ich auch, dass diese Gedanken nicht das sind, was ich eigentlich denken will. Ja. Dann darf ich diesen unangenehmen Schritt einfach gehen
um es dann nochmal mit dem Beispiel von der Klippe zu erklären, da hätte mir mein Kopf auch viel erzählen können, oder es ist gefährlich, oder unten sind Steine, du könntest ein bisschen daneben springen oder was auch immer, oder der Boden könnte nicht tief genug sein und du könntest dich auf jeden Fall verletzen und wie kommst du eigentlich nachher wieder hoch? War auch so ein Gedanke. Auf jeden Fall hätte ich mir da ja auch viel erzählen lassen können. Das ist der Kopf, das sind die Ausreden, die der Kopf macht. Und die Frage ist, auf was willst du mehr hören? Willst du auf deinen Kopf hören? Oder willst du auf dein Herz hören? Willst du auf dein Gefühl hören? Und mal ganz ehrlich, wenn du jetzt hier uns zuhörst und uns anschaust, dann frag dich doch einfach mal, was fühlt sich denn jetzt richtig an für dich? Ganz ehrlich, sei ganz ehrlich mit dir selbst. Was fühlt sich denn jetzt richtig an für dich? Und die Antwort, der Kopf kann noch so laut schreien, aber wenn die Antwort da ist, die kannst du nicht ignorieren. Was öffnet den Raum und was macht den Raum zu? Ja. Was macht weit und was macht zu? Fühlt es sich an, macht es weit, wenn du auf den ersten Impuls lauschst, ja? Da springe ich jetzt, da gehe ich jetzt durch, da lasse ich mich jetzt begleiten. Und was macht zu? Du bist ja auch nicht ohne Grund hier. In der Gruppe und auch in diesem Live. Beziehungsweise, wenn du die Aufzeichnung siehst. Hast nicht ohne Grund bis jetzt angeschaut. Genau. Auf die Julia würde ich mal gerne noch eingehen. Julia hat geschrieben, und danke auch für die Offenheit, Julia. Ich hoffe, ich habe deine Erlaubnis hier dir, was auch für alle anderen hier sicherlich auch ein toller Beitrag ist. Deshalb danke für deine Offenheit. Ich war zu inkonsequent beruflich auf der Suche. Wenn du von innen fest bist, strahlst du etwas anderes aus. Herz mit Bedacht. Okay, liebe Julia, darf ich dich dazu einladen, dich von jeglichen Bewertungen und Beurteilungen über dich selbst zu lösen? Alles, was bis eben, und ihr alle hier, alles, was bis eben war, ist vorbei. Das ist gestern. Das war, ist vorbei. Und du kannst jetzt neu wählen, wie hättest du dein Leben gerne ab morgen? Wie hättest du dein Leben gerne in der Zukunft? Und diesen Dingen dann folgen. Immer wenn der Kopf anfängt, ja, damals war das, damals war das, damals war das. Das ist vorbei. Mach einen Gedankenstopp. Übt euch darin, wirklich übt dich darin, zu nahezu 90% gedanklich bei den Themen zu sein, wo du wirklich hin möchtest. Das Universum sagt immer ja. Und wenn ich spare für schlechte Zeiten, dann kommen die schlechten Zeiten irgendwann. Als Beispiel. Also, wie viel weniger kannst du, jeder von euch, jetzt aufhören, sich zu bewerten und zu beurteilen und gar zu verurteilen und stattdessen anzuerkennen, was jeder von euch, was du in deinem Leben schon gemeistert hast. Ganz wichtiger Aspekt. Und das andere ist, das Geld kommt irgendwie nicht zu mir, super anstrengend. Zwei Dinge. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky, aber frag dich mal, was liebe ich daran, ein super anstrengendes Leben zu haben? Was liebe ich daran, dass es super anstrengend ist, dass ich immer jeden Monat gucken muss, wie ich über die Runden komme? Was liebe ich daran, dass mein Leben bis eben super anstrengend ist? Wie gesagt, die Frage klingt spooky, aber du wirst da an Themen rankommen, wo du denkst, was denkt es da in mir? Manchmal ist es sogar, so blöd sich das anhört, dass es so quasi schon das bringt, dass man sich aufregen kann. Man hat was, worüber man sich aufregen kann. Ja, genau. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, sie versteht zwar nicht, warum,
Aber es macht Spaß, mit Freunden sich über irgendwas aufregen zu können. Wenn man irgendwas hat, wo man sich zusammen aufregen kann. Genau. Ist auch total sinnlos, weil man merkt ja, was für eine Stimmung einen das bringt. Aber manchmal ist es auch das. Ja, klar. Wenn man jetzt ein anstrengendes Leben hat, da hat man was, worüber man schwätzen kann, sag ich mal so. Genau. Das ist eine wunderbare Ablenkung natürlich. Das ist ja auch das, was die Masse macht. Da wird geschimpft über die Politik, da wird geschimpft darüber. Jetzt gehe ich aber mal von der Politik und allem Möglichen weg. Ich gehe auch mal, kommen wir auch zu dem Thema, was Julia noch geschrieben hat. Ich erzähle das den anderen und bei mir stagniere ich. Das ist ja auch so wertvoll, warum ich jemanden an meiner Seite brauche, warum ich jemanden an meiner Seite brauche, der mich begleitet. Also es ist schon fast für mich inzwischen überzogen sagt, tödlich niemanden an meiner Seite zu haben, der mich weiter begleitet. Natürlich sind das jetzt andere Menschen an meiner Seite als noch vor 2 Jahren, als vor 5 Jahren oder vor 15 Jahren. Weil nur die können mir ja den Weg zeigen, die schon dort sind, wo ich hin will. Und klassisches Beispiel hier, Fußball. Wie viele hocken vorm Fernseher, schimpfen über den Trainer, der hätte jetzt doch so schießen müssen, der hätte doch jetzt müssen dem den Ball geben und der hätte doch so rüberlaufen müssen und der Trainer, warum agiert der nicht so und so und so? Auch wenn du kein Fußballfan bist, also ich habe mit Fußball wirklich nichts am Hut, aber das kennen wir doch alle. Nur mal zum Bewusstmachen. Wir können es doch überhaupt nicht beurteilen, wenn wir nicht im Spielfeld selbst sind. Das ist mal das eine. Und das andere ist, holen wir nochmal das Beispiel Fußball oder holen wir auch Tennis spielen. Ich kann noch so sehr gucken, früher, holen wir Steffi Graf, meine Generation von vielen hier, die uns zuschauen, wahrscheinlich auch Steffi Graf, sagt dir das noch was, Madeleine? Eine Tennisspielerin? Sagt ihr auch was, genau, wunderbar. Und der zugucken, wie die auf dem Tennisfeld spielt. Da kann ich 100 Stunden zugucken. Kann ich dann lernen, Tennis zu spielen? Nein, ich muss mir einen Trainer holen, der es mir beibringt. Ich kann noch 1000 Mal gucken, wie Steffi Graf den Aufschlag gemacht hat. Ich brauche einen Trainer an meiner Seite. Ich spreche auch aus eigener Erfahrung, hatte ja auch schon Tennistrainerin an meiner Seite, den Mann war es, der mir gezeigt hat, wie das mit dem Aufschlag ging. Nur dann kann ich es lernen. Das ist nur in unseren Regionen hier noch nicht so üblich. Da sind die Amerikaner uns tatsächlich voraus. Die fragen, hey, nicht hast du einen Coach an deiner Seite, sondern die fragen, wie viele hast du an deiner Seite? Da ist es ganz klar, dass man Menschen an der Seite braucht, um sich weiterzuentwickeln, um dahin zu kommen. Wie viel mehr kannst du dir das erlauben jetzt, diesen Gedanken, dich zu öffnen? Und dass auch das allerbeste Investment ist, dass du immer 1000-fach zurückholst. Wenn man mir vor ein paar Jahren gesagt hätte, hey, du investierst mal in Coaching für ein paar Monate, 65.000 Euro, hätte ich gesagt, sag mal, geht's noch? Und dann läuft das einfach. Dann läuft's einfach. Wenn es da mal Klick gemacht hat und da mal durch bist. Julia, Ablenkung kann auch sein, sich mehr um andere zu kümmern. Ja, als um mich. Ja, ich kenne es nur zu gut, auch heute, wo ich meinen Kopf dabei beobachte mal, wo ich den Gedanken bei anderen bin, der könnte doch, die könnte doch. Wenn du selbst dir nicht erlaubst, in deine wahre Größe, Stärke, Macht, Energie und Kraft zu gehen, zu erkennen, dass du jederzeit die Macht über dein Leben, die Verantwortung über dein Leben übernehmen kannst und dann das nach außen bringst, was wirklich in dir verborgen ist. Das verändert. Die Veränderung im Außen, egal in welchem Bereich, die beginnt immer bei uns selbst. Ihr Lieben. Was liebe ich daran? Die Anja hat das geschrieben. Ja, genau. Was liebe ich daran, bis eben noch zu wenig Geld zu empfangen oder weniger Geld zu empfangen, als ich eigentlich von der rationalen Ebene möchte? Was ist der Wert daran, dass ich, keine Ahnung, nur einen Kunden im Monat mal bekomme oder 3 oder 4 oder egal, was da in deinem Bewusstsein ist? Da kommst du an Themen ran.
Danke, danke, danke für euer Mitwirken heute hier. So schön, so, so schön. Und wer jetzt möchte und dem ersten Impuls folgt, ich schreibe euch den Link rein, trag dich ein zu Soulmate Live und dann schauen wir einfach mal, wo du genau stehst, wie wir dir helfen können und dann treffen wir einfach eine Entscheidung, ganz locker. Madeleine, ich übergebe dir gerne das Abschlusswort zum Sonntag heute, zu unserem Soulmate Live Talk hier. Ja, ich fand es war eine mega, mega Energie heute. Und ja, ich meine, wir haben auch schon beides ausprobiert, mit und ohne Coach, mit und ohne Mentoren. Und ja, alles, was ich dazu sagen kann, ist einfach anstrengend. Es ist einfach anstrengend, alleine. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht möglich ist, alleine diese riesen Ziele zu schaffen und so. Für mich war es bisher immer anstrengend. Für mich war es anstrengend, alleine irgendwas zu machen. Außerdem verstehe ich auch gar nicht, habe ich nie verstanden, warum man immer alles alleine schaffen muss, irgendwie so. Also ich habe ja nie studiert, aber als dann so die Idee war, okay, gehe ich jetzt studieren, da war es für mich so, haben sie ja vorher schon alle immer gesagt, ja, da musst du alles alleine hinkriegen, da musst du dich um deine Sachen selber kümmern und so. Wo ich mich so frage, ja, natürlich darf ich selbstständig sein, natürlich darf ich auch selbstständig leben und Sachen alleine hinkriegen, aber warum muss ich denn immer alles alleine hinkriegen? Warum wird mir nicht jemand zur Seite gestellt? Oder warum habe ich nicht jemanden, warum ist es nicht normal, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mir hilft? In unserem Schulsystem, im Kindergarten, im ganzen Leben, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir entweder ein Studium abschließen, eine Ausbildung abschließen oder so, bis zu dem Zeitpunkt ist es normal, dass wir Menschen an unserer Seite haben, die uns zeigen, wie es geht. Das ist eigentlich ganz natürlich, das ist eigentlich ganz normal, gehört dazu. Nur ab dem Zeitpunkt sind wir an so einem Statement, wo wir sagen, jetzt kann ich es alleine, jetzt muss ich es alleine hinkriegen und, und. Ab einem gewissen Alter muss ich das selber schaffen. Ja, was für ein Bullshit. Jetzt bin ich erwachsen, jetzt muss ich es alleine schaffen. Ja. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich bin ja seit 18 Jahren jetzt hier in der Richtung unterwegs und kenne wirklich sehr, 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 sehr viele, auch hinter den Kulissen. Niemand ist mir in diesen 18 Jahren begegnet, der es alleine geschafft hat, die Bühne seines Lebens zu betreten. Alle haben bis heute Mentoren an ihrer Seite. Ach, das war schön mit euch heute Morgen hier. Wie kann es noch genialer jetzt werden? So schön. Danke nochmal fürs Mitwirken hier, fürs Sein. Und ja, habt noch einen schönen Sonntag. Wir freuen uns auf euch. Und auf geht's, ihr Lieben. Sonnige Grüße. Bis dann, wir sehen uns. Ciao. Ciao, ciao.